Herzlich willkommen zurück hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aus irgendeinem Grund wollte meine Capture Card für die nächsten Morgen keinen Ingame-Sound aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Also tut es mir nicht leid, dass jetzt für den Ingame-Sound, sondern nur Kommentar zu hören sein wird. Müssen wir mit zurechtkommen. Ich wünsche euch trotzdem weiterhin viel Spaß. Hohen Lager. Das ist was für dich, glaube ich. Die rocken ab. Also richtig. Ich rocke. Willst du Lager machen? Ja. Okay. Dann gibt natürlich Materialien, die wir brauchen, ne? Auch den können wir noch verbinden mit dem Stein oder so. Ja. Oder mit dem Wagenrad? Falscher Knopf. Okay, ja gut. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zum am Rad drehen. Wollte den Pilz nicht behalten. Nee. Stein natürlich besser, Ich ne? überrascht, dass der mich noch nicht gesehen hat. Da oben soll noch einer abfüllen. Ja. Ich habe jetzt so auch keine Bombenfässer gesehen. Nicht erwartet, dass ich möglicherweise doch von unten hochkommen kann, weil die mich vorsehen, aber scheint doch möglich zu sein. Komm, dreh dich. Weiter. Sehr Jetzt. gut. Oh, doch gesehen. Scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Egal, ich bin weg. Da sind Bombenfässer. Nummer 1. Jetzt trödelt er. Nummer 2. Kommen die jetzt hoch? Sieht nicht so aus. So, erstmal Gut, nehmen wir mit. das. Jetzt den. Der wollte gerade loströten. Da oben scheint mir auch wieder ein größeres Lager zu sein. Da gucken wir gleich mal links. Das Och, ist die sehr waren nett noch von gar nicht ihm. tot. Jetzt aber. Zumindest der eine. Da hinten ist der andere. Ah. Können wir gleich nochmal was kochen? Dann wird er schon eine Kopfstelle haben. Ja. Weg mit dir. Nehme das. Was ist der Große jetzt hin? Da vorne hinter dem Ding. Hinter dem Stein, Ja. Mauer, Teil. Oh! Oder auch nicht? Kommt der denn jetzt hergeflogen? Vielleicht war er da oben. Ja, wie auch immer. Müssten sie gewesen sein. Denke auch. Wollte gerade sagen, guck mal unter diese Platte da. Ja. Okay, da ist nichts. Hätte sein können. Ja. Da drüben sind auch noch welche. Wollte nur kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber scheinbar nur die Äpfel. So, bitte. Kochen machen wir wieder im Schnelldurchlauf. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall Zeug. Die zweier Dinger.
Aber das sieht erstmal in Ordnung aus. Ja. Weiter geht's Richtung Schrein. Der war ja ganz in der Nähe, haben wir schon sehen können von Weitem. Auch nicht schon wieder. Oh. Diese Bäume, ey. Da ist er. Den wollte ich. Hallo? Ich nehme dich mit. Da ist wieder so ein Stein vom Himmel gefallen. Ja. Nicht, also ich würde jetzt vielleicht so 10 Stück immer im Inventar haben wollen. Was? Steine? Von den Schleichwürmchen. Ausgesetzt. Wie viele haben wir? Ja, siehst du, perfekt. So habe ich mir das gedacht. Schau nochmal nach rechts, bitte. Ach so, das war ein Banner. Ich habe mich gefragt, was ist denn das Große, was sich da bewegt? Und hat bestimmt wieder so einen schönen Namen. Ja. Suyai. Nein. Oder so. Irgendwas mit Zuzeln. Das machen die Bayern. In Bewegung. Guck, Zuzel schreien. Ja. Okay, da war ein Schatz. Ja. Der kam von rechts, ne? Komm, das nehmen wir gleich mal mit. Okay, vielleicht auch nicht. Auf da. Geht natürlich auch. Na gut. Haben die automatischen Antrieb oder wie? Wahrscheinlich. Oh. Du musst doch so ein Ding bauen. Wieso? Dann nimm doch eins von da. Wir sind ganz schön schnell. Da komme ich gar nicht hinterher. Anstatt es wieder zu greifen. Oder ich baue mir halt selber so ein Ding. Du stellst dich einfach davor, bevor, wenn es loslaufen will, kannst du direkt drauf hüpfen. Kann er jetzt hoch da? Wahrscheinlich nicht. Schade, das wäre jetzt schön gewesen, könnte ich das jetzt schon bewegen. Meinst du davor und dann. Ja. Das war noch zu wenig. Das ist blöde Bewegungs. Okay. Ach, da steht auch der andere noch. Drehen wir mal. Dann wirst du wohl ein paar Räder abmontieren müssen.
Jetzt quasi. Damit ich da unten durch kann. Hehe. Ist nicht. Glaube ich. Oder sei denn, der bleibt so liegen. Was genau hast du da gerade vor? Was hast du denn gedacht gerade? Die Räder an das Teil ran montieren, damit das in Bewegung bleibt. Ach, das Ding. Das geht natürlich auch. Ich hab's schon wie gesagt, schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Und wieder mal einen Fall verballert. Aber meinst du, das funktioniert? Wieso denn nicht? Wenn ich es verbinde, ne? Vorausgesetzt, du verbindest Das ist wichtig? es so, dass es zum einen auf dem Boden steht und zum anderen, dass die Teile alle in die gleiche Richtung fahren. Wie in die gleiche Richtung fahren. Ja, wenn du jetzt einen anderen da in entgegengesetzte Richtung aufstellst, okay, einer reicht schon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass einer wirklich reichen würde, weil Link sich so schwer mit dem Drehen getan hat. So, hier haben wir nur die beiden. Die müssen wir. Aber wieso, wir haben noch keinen Schatz gefunden. Doch, hatten wir schon. Ach ja, der war ja vorne auf dem ersten Boot, hätte ich was gesagt. Was ist das denn hier? Vielleicht stellst du dich erstmal auf das Teil rauf. Okay, die bewegen sich so nicht. Jetzt fährt das nämlich gleich wieder ohne dich weg. Das wäre typisch ich, oder? Meinst du, einer reicht? Also, ne? Ach, nehmen wir beide, ne? Stellt sich vor allem die Frage, ob du es auch richtig rum ran montiert hast. Gucken auf jeden Fall beide in die gleiche Richtung. Ja, cool. Oder auch nicht. Ach, weil der nicht in der Schiene ist. Ach, guck mal. Jetzt verstehe Und ich. andersrum. So geht's natürlich auch. Es wäre Nee, vielleicht so, sinnvoll, die so oben rum? drauf, oben auf die Schiene zu setzen. So oder was? Ja. Lach mich nicht aus. Tue ich noch nicht. Ich lag gerade nur über die Möglichkeit, dass du es tatsächlich noch fertig bringen könntest, dass du das Teil da raushebelst und im Abgrund landest. Das könnte ich wahrscheinlich auch schaffen. Ich will das doch nur da gerade drin haben. Der guckt jetzt aber falsch rum. Wenn du es gerade drin haben willst, müsstest du dich vielleicht gerade positionieren. Wenn du die ganze Zeit schräg stehst. Jetzt sitzt er aber gerade drin. Also ich muss ihn wahrscheinlich wieder aktivieren. Erstmal musst du den unten wegnehmen. Aber das geht doch auch. Okay. Das war jetzt nicht so der Plan. Soll ich den jetzt oben ranbauen oder was? Ja, das oder einfach wegnehmen. Na. Den wollte ich. Schwere Ja, Geburt. sehr. Dachte schon, ich fall jetzt auch noch runter. Schön, dann fehlt uns noch einer zum nächsten Container. Ja. Schön. Nächster Schrein wäre der. Ja.
Andere Richtung. Okay. Da hinten gibt es auf jeden Fall scheinbar den nächsten Turm. Hast du Bock auf so einen Posten? Die Posten. Da ist wahrscheinlich ein Wachposten wieder. Sieht einfach nur nach einem einzelnen Gegner aus. Was mit dem ganzen Gerüst drumherum? Das Ding da oben hinten? Ach, da hinten, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur den einzelnen hier vorne an in der Ruine gesehen. Da ist einer. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Okay, Hinter sind vielleicht doch den. zwei. Ich sehe immer noch nichts. Ach, da. Brauchen wir noch so ein Knüppel? Ein Boxschild kennen wir auch vom BOTW. Brauchen wir aber erstmal auch nicht, würde ich sagen. Was sagen denn unsere Waffen? Der ist fast kaputt, dann nehme ich den mit, ne? Ja. Das war der Stock, den wollte ich nicht. Den Knüppel hier. Den Prügel! Mach mal den Schild daran. Woran? An den Prügel. Wie den Schild. Wo meinst du? Ja. Okay, das Okay. sieht jetzt nicht irgendwie nicht groß cool aus. Oh, guck mal, da ist ein Drachen. Nee, doch. Dieses Banner im Ja, Weg. Jetzt habe das ich das sogar für einen Drachen gehalten. verwirrt ganz schön. Gibt es hier irgendwas noch? Die haben einfach nichts bewacht. Ernsthaft? Hier ist niemand Krog. Meine. Das Lager meinte ich. Ja. Hast du Lust? Jo. Dann speichere ich mal. Gibt es bestimmt wieder so einen großen drin. Das kann sein. Haben wir noch? Ne, die Rhodonitkeule ist weg, ne? Ja. Kannst du dich ja vielleicht durchbohren? Ja. Ich finde es auch sehr cool, dass die Zeit da dann angehalten Oder ist wird. ein roter großer? Ja, weil man sich so dann erstmal einen Überblick verschaffen kann. Ja, kannst du ein Foto machen? Und da ist irgendjemand gefangen oder so, wie das aussieht. Ah, sehr gut, Bossbock. Wie er auch da liegt, ne? Ja. Die Routen hatten wir schon, ne? Nö, cool. Kannst du mal so ein Pasta runterhauen, oder? Könnte ich ja. Ah, da sind zwei. Okay, und dann wohnt das. Hallo. Da ist wieder so eine Riesenkugel da hinten. Cool. Wer bekommt das her? Das habe ich gar nicht kommen sehen. Einfach mal alles runterschmeißen. Ja. Einen hat's schon erwischt. Ja. Ach, der holt jetzt den Boss. Ey, Kumpel, komm mal ran hier. Nicht die Verwirrtfrucht? Was ist das denn? Ja, bitte. Doch, eigentlich wollte ich die. Wieso ist der denn gelb, der eine?
Siehst du das? Das ist eine gute Frage. Dann gehe ich da vielleicht doch mal hin. Vielleicht, weil er so eine krasse Rüstung hat. Ach so, das kann natürlich sein. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht ein Freund oder so, weil du ja gesagt hast, da ist vielleicht einer gefangen. Ja, in der Kiste da links, dachte ich vielleicht. Aber da sind Sachen drin. Und eine Essen Kiste. fassen. Was hatte er denn jetzt gerade vor? Er hat getrötet. Mit seiner Tröte. Ja. Den Holzpfeiler nicht einsammeln. Und neun Bogen brauchst du. Okay. Wahrscheinlich ist er gelb, weil man erst seine Rüstung kaputt machen muss. Wahrscheinlich. Aber ich denke mir, dann soll er das lieber mal machen. Warte mal. Guck mal, den einen hat er schon erledigt. Ja. Aber siehst du, er trifft ihn gar nicht. Dann müssen wir härtere Geschütze auffahren. Wo ist er hin? Oh, cool. Jetzt ist sie weg. Ja. Müssen wir gleich hier nicht nochmal hoch. Ja. Er resettet sich und dann, hä? Ist da jemand? Na sowas. Ich glaube, Lebt oben er auf noch? dem oben links, da war noch einer. Oh. Oh. Ach, da hinten, ja. Vielleicht isst du gleich mal was. Drei Herzen. Anderthalb, zweieinhalb oder so hatte ich auch. Der hat eine Truhe noch da hinten. Cool. Oh, mehrere. Nochmal bitte. Der ist aber auch hässlich, ne? Ja. Oh, das war gut. Alter, sogar mit Einschlagwucht haut er zu. Kannst du sein Schwert einsammeln? Ja. Soldaten zwei Hände. Aber nicht einsammeln. Aber der hat es auch gleich hinter sich. Ich glaube, ich drehe am Rand mit ihm hier. Und nochmal. Ja, sehr gut. Dann ist der eine aus dem Ausguck noch. Fragezeichen. Osbockhorn. Das Band an dem schwertförmigen Horn kennzeichnet einen Anführer. An einer Waffe befestigt, steigert das Horn die Angriffskraft, dient auch der Medizinherstellung. Okay. Ostbarsch. Irgendwie ist das Wagenrad daran witzig. Ja. Da So sitzt doch groß. einer, doch. Da sitzt einer drin. Oh, tatsächlich. Mal gucken, wie wir das gleich rauskriegen da. Hinox-Hammer. Aus dem Ast eines großen Baums gefertigte, nicht sehr robuste Schlagwaffe. Schade. Wenn man sie jedoch im Kreis schwingt, kann man damit so manchen Schild wegschlagen. Na gut. So ein Ding. Oder das ganz rechts. Ja. X. X. Guck mal, ob du den mit der Ultrahand da irgendwie vielleicht den Käfig öffnen kannst. Das war nicht das Gewünschte. Ich habe gedacht, theoretisch muss er da ja irgendwie reingekommen sein. Naja, gut. Oh cool, das kriegst du. Oh, sehr gut. Haha. Komm, lass ihn raus. Pack ihn irgendwo anders hin. Haha. Kann ich ihn mitnehmen? Nee. Nee. Okay, er steckt als der Krabbeln Stahlkäfig. ihn mal an. Ja, aber hängt trotzdem Aber den drin. kennen wir, glaube ich. Hinagan? Ich glaube nicht. Danke vielmals, ich bin gerettet. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass hier überhaupt noch mal jemand vorbeikommt. Willst du wissen, wie es kommt, dass ich hier eingesperrt wurde? Das zu erklären, muss ich über das weithin bekannte Phänomen des Blutmonds sprechen. Ich kann nicht genau sagen, wann, aber in manchen Nächten geht ein roter Vollmond auf, unabhängig vom Mondzyklus.
In solchen Nächten färbt sich der Himmel gegen Mitternacht purpurrot, als wäre er in Blut getaucht. Und dann im nächsten Moment erwachen Monster, die bereits niedergestreckt wurden, zu neuem Leben. Das ist der Blutmond! Ich forsche schon seit geraumer Zeit, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Warum erwachen die Monster zu neuem Leben? In welcher Verbindung steht der Blutmond zu den Monstern? Ich wollte die Lebensbedingungen der Monster studieren und so etwas herausfinden, aber dabei bin ich dem Revier der Monster wohl etwas zu nahe gekommen und hier in Gefangenschaft geraten. Du hast mich gerettet. Bitte nimm diese kleine Belohnung an. Schmorfisch. Du möchtest mehr? Na gut. Ausdauer und Pilzspießen. Mit Pilzen. Ja, Fleischspieß, okay. Ja, warum nicht? Nein, das allein zeigt nicht angemessen, wie dankbar ich bin. Hier, Fitnessmedizin. Oh, gut. Das ist nett. Das ist cool, ja. Heute Nacht sehen wir einen abnehmenden Sichelmond am Himmel. Muhun? Was? Und morgen ist dann Neumond. Ich muss schon sagen, es fällt mir schwer, mich von einem Mond zu verabschieden. Wir werden uns sicherlich wieder treffen. Und nun schnell gehen wir unsere Wege, bevor uns Monster entdecken. Alles klar. Ja. Wir werden uns also in einem anderen Moblager wiedersehen. Okay. Da rechts war noch ein Heini. Ja, er plant noch öfter gefangen zu werden. Wahrscheinlich. Ja, das nützt jetzt auch nichts mehr, mein Freund. Bist du da ganz runter? Der kommt wieder hoch. Ja. Also für die Großen ist dieses Ding hier echt gut. Ja. Weil die kann man damit ja sowas von unter Kontrolle halten. Einfach immer wieder umhauen. Dann machen die gar nichts. Da waren auch noch zwei Käfige. Lagerfeuer. Das Lagerfeuer Lied. Ja. Meinetwegen auch so. Was ist das? Achso. Jetzt kann ich nochmal einen Bogen einsammeln, wenn wir Platz. Ja, gut. Wow. Röstpalmfrucht. Röst-Hyrule-Pilz. Röst-Trüffel. Schade, normaler Trüffel wäre natürlich geiler gewesen. Verbrennen lassen oder was? Hat das jetzt Feuer gefangen? Nee, ne? Nee. Vollkommen logisch, dass das da kein Feuer fängt. Genauso. Vollkommen logisch. Vollkommen logisch, dass ich das jetzt nicht mehr anheben kann. Ja, jetzt. Okay. Experimente. Unnütze Experimente. Keine Experimente sind unnütz. Wie tief kann es gehen, bevor es explodiert? Okay, bitte. Danke. Hier lag da noch ein Bogen. Wo hast du den jetzt hingehauen? Ich habe nichts gehauen, außer die Gegner. Der ist jetzt weg. Toll. Wenn das so datenschwer wird? Nö. Okay. Hier liegt noch was. Den Soldaten zwei Hände. Ja. Den weg? Vielleicht das, was wir jetzt tragen mit dem Wagenrad. Okay. Ja. Machen wir an denen einfach ein neues Wagenrad ran. Ja. Oder? Kannst du die Metalltruhe daran befestigen? Warum? Truhenhammer. Nö. Geht schade. Nicht. Ich hab noch Erbilder. Oh, so ein Ding hier. Cool. Stachelkugelhammer. Okay, am Stock. Dann tauschen wir das gegen den, würde ich sagen. Ja. Schild brauchen wir nicht. Gut. Schatztor? Jo. Komm auf die einfache. Die sitzt auch so. Okay. Willst du noch die Waffe wechseln? Gegen
den erstmal. Ja.